willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Batman Arkham City. Ich bin Marv und wir müssen jetzt gegen Ra's al Ghul kämpfen. Du hättest mich töten sollen, als du die Gelegenheit dazu hattest. Oh. Du kannst uns nicht besiegen. Was macht der für einen Schaden? Nice, ich hab's hinbekommen. Du hättest komm. Dich uns anschließen sollen. Sieh die wahre Macht meiner Lazarusgrube. Ach du Scheiße. Gibt's doch nicht. Was ist denn das für einer? Sehr gut. Okay. Oh. Es ist unser Schicksal, die Erde zu beherrschen, den Menschenabschaum von ihrem Antlitz zu wischen. Nur wir können es erreichen. Mein Vater ist alt. Seine Zeit ist abgelaufen. Unsere beginnt erst. Nimm seine Klinge. Töte ihn. Akzeptiere dein Schicksal. Akzeptiere unser Schicksal. Du weißt, dass ich das nicht tun kann, Talia. Dann, Geliebter, wirst du sterben müssen. Na toll. Du kannst uns nicht schlagen. Es gibt so viele von uns. Unsere Zahl ist Legion. Unsere Zahl ist Legion. Du kannst uns nicht schlagen. Pass mal auf, was ich kann. Es gibt zu viele von uns. Für Batman kann es nie zu viele geben. Spring! Boah, es gibt gut. Zu viele von uns. Du kannst uns nicht besiegen. Du hättest dich uns anschließen sollen. Muss ich denn alle? Du hättest dich uns anschließen sollen. Habe ich sie? Ja. Komm. Dafür wirst du büßen. Oh nein. Shit. Komm schon. Du kannst uns nicht schlagen.
Jetzt hat er mich gleich. Aber ich ihn auch. Oh nein! Es tut mir schon langsam die Hände weh von diesem blöden Kampf. Oh Gott, so. Oh nein! Du kannst uns nicht besiegen! Shit. Oh, das war daneben. Warum? Jetzt. Komm schon, mach ihn platt jetzt. Das gibt's doch nicht. Ein Lebenspunkt habe ich noch. Was? Mach dich platt. Au. Au. Könntest du dir wenigstens einen Arm abhacken oder so, dann kriegst du ganz schnell dein Blut. Was macht ihr da? Hör mir zu, Detective. Hör gut zu. Du wirst mich töten. Du wirst die League of Assassins anführen. Denn wenn du es nicht tust, töte ich die einzige Person, die du jemals geliebt hast. Das war nicht Teil des Plans. Ferngesteuerter der Batarang, der seine Flugrichtung umkehrt und von hinten auf den Gegner aufprallt. Sehr gut. Mich töten sollen. Ja, das hätte er. Was ist das für ein Mann, der seine eigene Tochter opfert? Und du? Du hast mich belogen. Ich dachte, du liebst mich, Bruce. Ich dachte, du wärst bereit, dich uns anzuschließen. Talia, ich... Nicht. Ihr zwei verdient einander. Du siehst alt aus, Ras. Was ist hier wirklich los? Ich habe die Lazarusgrube zu oft benutzt. Ich lebe seit 600 Jahren. Mein Körper und mein Geist ertragen nicht viel mehr. Jedes Mal, wenn ich die Grube betrete, habe ich Angst vor dem, was ihr entsteigt. Die Lazarusgrube vernebelt deinen Geist. Denk nach, wenn deine Grube in falsche Hände gelangt, wirst du Jahrhunderte der Zerstörung nicht verhindern können. Du kannst alles wieder gut machen, Ras. Beende deinen Kreuzzug, sonst komme ich zurück. Bruce, wo zum Teufel bist du gewesen? Ich dachte, du wärst tot. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Hast du Ras gefunden? Sekunde, dein Anzug meldet wieder normale Werte. Bist du geheilt? Was ist da los? Ras befindet sich mit seinen Truppen unter Arkham City. Sie extrahieren irgendeine in der Natur vorkommende Chemikalie, die er Lazarus nennt. Er benutzt sie schon seit Jahrhunderten und hat den Prozess so weit perfektioniert, dass er in der Lage ist, sich damit von den Toten wiederzuerwecken. Hast du was genommen? Er hat mich dazu gezwungen. Geringe Mengen davon scheinen die meisten Gebrechen zu heilen, aber selbst die kleine Dosis, die ich genommen habe, hat üble Nebenwirkungen. Ras war dem Zeug zu lange ausgesetzt. Das hat sich bemerkbar gemacht. Und glaubst du, du bist geheilt? Nein, die Wirkung ist nur vorübergehend. Ras wollte mich davon überzeugen, seine Grube zu benutzen, aber die Risiken sind zu groß. Wenn ich hier fertig bin, muss ich die Lazarus-Technologie weiter erforschen. Ich habe Ras gesagt, dass er die Grube schließen soll. Und du glaubst, das tut er?
Vermutlich nicht. Ra's ist von dieser Grube abhängig. Ich habe ihm die Chance gegeben, diese Abhängigkeit zu überwinden. Schafft er es nicht, beende ich es. Hat Robin dir die Blutproben besorgt? Ja, er ist im Gotham General. Da geht's drunter und drüber. Ich verbinde. Hi, Bob. Freue mich, von dir zu hören. Ich bin's. Was ist da los? Bruce sieht schlecht aus. Im Gotham General gibt es mindestens 30 bestätigte Fälle. In Mercy sind es knapp 50 und wie es aussieht, wiederholt sich das in der ganzen Stadt. Hab eine Simulation gestartet. Bereits morgen früh könnte Jokers Blut in mindestens 2000 Menschen stecken. Die ersten Todesfälle werden kurz danach auftreten. Bruce, das Heilmittel. Hast du es? Ich bin gerade auf dem Rückweg zu Freeze. Hoffentlich genügt die Blutprobe, die ich von Ra's genommen habe, um die Formel zu vervollständigen. Ich hoffe, du hast recht. Das hoffe ich auch. Ich hoffe, ich bin hier richtig, wenn ich jetzt hier nochmal durchlaufe. Sie wird nach Luft ringen, während die Fehler der Menschen ihr Schicksal besiegen. Aber das muss nicht deine Zukunft sein, Gotham. Okay. Wo kam ich her? Von da oben, ne? Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, das Teil da hinten. Besorge ich mir erstmal. Zack! So, wo war denn das jetzt? Das war der. Oh! Okay, nicht schön, aber so wollte ich das auf jeden Fall ungefähr machen. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Irgendwo war doch der Ausgang. Ja, hier nicht, das ist was anderes. Aber auch nicht schlecht. Ach, dann hätte ich die Jungs von oben alle ausschalten können. Das wäre natürlich sehr cool gewesen. Irgendwas läuft hier verkehrt. Wahrscheinlich laufe ich verkehrt, ja, das ist die Antwort. Aber die Frage ist, warum? Da hinten. Naja. So. Okay, soweit, so gut. Darüber. Protokoll 10 tritt in 2 Stunden in Kraft. Oh Mann, 2 Stunden nur noch. Hast du gesehen, wie Pinguins Leute gerannt sind? Ja, Kabelbrücke stellen. Wir müssen uns nur neu gruppieren, dann gehen wir in den Tunnel und machen sie fertig. Ich freue mich. Das wird die reinste Trotanjagd. Oh, flieg, kleines Vögelchen. Bang! Und dann wieder zurück zum Stahlwerk? Nein, wir gehen weiter durch die Tunnel und suchen einen Weg, der ins Museum führt. Pinguin wird. Traue ich mich selber gar nichts zu sagen. Arkham City gehört uns. Boom! Einmal weniger! Sah aus wie eine Zeitlupe von dem Kerl davor. Ihr habt Joker gehört. Ich habe einen gefunden. Nur aufpassen, dass mich sonst keiner sieht. Okay. Glaubst du, wo der Held ist? Sehr gut. Hier drüben, schnell! Hier ist jemand! Komm, wach auf! Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Nee, nee. Einfach nur zu schlau. Helfen!
Hi. Sehr gut. Schön, schön. Also, die sind auch kein Problem mehr. Dann können wir ja jetzt hier gehen. Nur wo war nochmal der Ausgang? Der war doch jetzt hier irgendwo. Da hinten, da bin ich reingegangen. Hier auch nicht. Das kann ich jetzt nochmal eben schnell holen, da ich ja jetzt dieses Seilteil habe. Achso, da unten geht es dann weiter. Nein. Ah ja, hier. Ja, da würde ich auch rüberkommen. Da war ich noch nicht drin. Ach doch, da war ich beim ersten Mal drin und habe hier die Leute ausgeschaltet. Sie beginnen damit, Schilde zu benutzen. Das schützt sie vor Frontalangriffen, aber nicht vor Angriffen von oben. Wie ist der Joker eigentlich an dieses Ganze zu... Batman! Es ist Batman! Das Schild mal liegen. Na? Ja. Schöner Versuch, das Schild aufzuheben, hat leider nicht geklappt. Was? Neue Nachrichten vom Joker? Bane gleich mal finden. Aber als erstes will ich jetzt hier raus. Ne, da lang dann. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Da ihr den Joker überbleibt, ihr am Leben. Beim Pinguin werdet ihr sterben. Ganz einfach. Für was entscheidet ihr euch? Bin dabei. Ja, ich auch. Okay, die Waffen sind bereits unterwegs. Was? Wir sollen ohne Waffen bei euch mitmachen? Vergiss es. Er sagte, die Waffen sind unterwegs. Es dauert nicht lang. Die Fledermaus! So, es sind jetzt ganz schön viele hier. Was willst du jetzt tun, Batman? Euch einen nach dem anderen. Komm schon! Einen nach dem anderen hier erledigen. Hätte ich aber gern dein Wort drauf. Dann hat meine Krankenversicherung endlich mal was zu tun. Nein, Batsy Boy hat keine Angst. Okay, Leute, aber die Folge ist schon wieder vorbei. Ich prügel mich hier noch ein bisschen mit den Jungs. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Batman Arkham City mit Marv. Bis dahin, Servus.